Willkommen beim Müllsammeln mit Meiers TV und Bionalo. Ja, und Stinkefuß von meiner Nase ist auch nicht so gut. Könntest du bitte nicht im Schneidersitz sitzen? Danke. Wir sitzen nämlich gerade nebeneinander und er hat den Fuß in meine Dann sei Richtung. froh, dass du nicht mehr in meinen Schoß sitzt. So. Achim hat auch Stinkefüße. Ah, historische Fakten studieren. Schaden kann es nicht, wenn wir alles untersuchen. So. In diesem komischen Müllhaufen gibt es immer irgendwelche Schätze. Also niemals auslassen. Es dauert immer ein bisschen, bis man durch den Raum durch ist. Diesmal gilt es, Da durchzukommen. eine Wand. Was Nee, macht nee, nee, sie? lassen wir mal lieber. Was macht sie? Ach da. Sie untersucht den Mechanismus. Also wir haben im Grunde nur einen Mechanismus, aber wir brauchen einen Tipp, dass keiner von denen zu Schaden kommt. So. Sie hat herausgefunden, dass sich das Tor nicht mit allen Auslösern öffnen lässt. Sie kann ihr Glück versuchen, ausprobiert mich. Ja, schön. Also ein toller Tipp, hatten wir schon. Erst fertig mit der Ausgrabung. Es bleibt aber nur eins übrig. So. Hey, wir brauchen nicht speichern, wenn nur eins übrig bleibt. Naja, ich möchte nicht nochmal runter. Jetzt kannst du. Guck mal, alle anderen sind mit dem Dings nach unten und jetzt werden wir gleich gucken. Bester Blick auf alles. Dann spulen wir nach vorne, weil der wird erstmal noch 3 Stunden mit Bilder angucken, wie schrecklich die sein. Ne gut, denn Kaleb, alte Quatschtante. Wie will sie, ob er ist jetzt sterbing oder nicht? Ja, abgespeicherter Meier kann ja nicht mal weiter passieren. Richtig. Es dreht Es sich. war nur eine Variante übrig. Ta ta da. Ha ha. Kaleb hat den Tempelschutz deaktiviert und das Tor hat sich geöffnet. Ja. Er kann jetzt tiefer eindringen. Kannst du ihm helfen? Nee, wahrscheinlich nicht. So, na, dann gehen wir mit den anderen weiter. Eigentlich ist es schon gut, dass die beiden ihn im Urlaub besucht haben. Ja. Das stimmt. Sind wir denn hier gelandet? Oh, die nächste Sache. Und untersuchen. Und er kann das andere untersuchen. Und untersuchen. Das geht nicht. Ich guck mal, ob hier noch mehr Sachen sind, die er sich angucken könnte. Na, mir fällt nicht auf. Hier ist das Wasserbecken von oben. So, und Achim ist bestimmt immer noch beschäftigt. Geht der denn hin? Achim, du gehst jetzt nicht schwimmen. Du gehst jetzt mal bitte zu den anderen. Ich guck mal, was der schon wieder für Blase, Hunger, Energie. Wir gucken mal, ob wir ihm wenigstens ein bisschen Freude machen können. Er hat hier noch was zu essen. Erzähl mal was. Was denkst Ja, du? Finden wir hier einen richtig großen Schatz? ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es in der Folge durchzukommen. Das wäre natürlich cool. Er kann mit dem Zauberwürfel spielen. Und er kann sich duschen. Haben wir noch irgendwas? Nö, mehr kann er nicht machen. Tja, wenn er auf Klo muss, hat er Pech gehabt. Er hat doch ja genug Gebüsch. Naja, an die normalen kann er aber nicht. So, Ja. mal schauen, ob wir was gefunden haben. Ja, nicht alle Mechanismen. Nicht alle Mechanismen. Okay. Also wir brauchen wieder nur einen von beiden. Wir speichern.
Einverstanden? Ja. Okay. Wählen wir mal den linken oder den rechten? Weiß ich ja nicht. Nimm mal den linken. Okay, diesmal darf sie aktivieren. Hier wäre die Baumglyphe als einzige übrig. Danach darfst du auch was trinken. Na, wo ist sie denn? Ja, sie war auch schon oben. Ach, guck mal, sie hat noch was zu essen für ihn. Huch! Oh, sieht doch gut aus. Oh, blau ist sehr gut. Und sie darf dann noch mal was trinken. Sehr schön. Sie haben den Schutz deaktiviert. Untersuchen. Untersuchen. Diese Wow. drei Dinger sind nämlich auch ein Mechanismus. Und du untersuchst die hier. Die kann man nicht. Und Achim kann den anderen da hinten untersuchen. Ach, herrje. Moment, da muss man was essen. Die hat die Avocados. Ja, und ich habe sie Die ihm muss nicht essen. gegeben. Ja, du hast sie ja enden lassen. Oh, ich hoffe, dem geht's nicht so schlecht. Nach dem Untersuchen kann er gleich noch die andere Avocado. Der wird sich hier vor allem in die Hose machen. Oh, ist halt so schlimm. So, mal gucken. Wir können ja mal ein bisschen vorspulen. Und Achim darf danach mal ausgraben. Dem geht's so schlecht, er sollte eh nichts Gefährliches machen. Ja, Caleb hat rausgefunden, dass wir nicht alle Mechanismen brauchen, ja. So weit sind wir schon. So. Jo, Caleb. Dann fang du mal an mit Ausgraben. So, und sie Okay, kann. dann speichern wir nochmal einfach nur zur Sicherheit, weil hier kann ganz viel schief gehen. Welchen nehmen wir? Links, Mitte, Nimm mal rechts? erstmal links. Die will schon wieder hochschwimmen. Ah, hier sind noch Bananen. Gehen wir mal auf unseren dicken. Oh, meine Güte. Ja, Also, dann. meine Süße, du machst jetzt mal. Hier bleibt nur die Waffe des linken Kämpfers übrig. Ja, sag mal was. Das war nicht gut. Dann die nächste Waffe. Nee, das war die einzige, die möglich war. Ich meine da hinten. In der Mitte. Lilith hat den Tempelschutz aktiviert und hat jetzt den Mund voller Knochenstaub. Die rennt gerade auf Klona, lassen wir sie mal kurz. Die will sich kurz waschen. Ja, hierhin. Das war wohl nicht so gut. Wie geht's dir? Du musst auch dringend was trinken. Wenn es dir nämlich schlecht geht, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktionen fehlschlagen, Gut, größer. aktivieren. Das sind so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich würde dann gerne erstmal rechts gucken. Den oder den? Kompliment über Schnitzerei machen. Weil es eine Schnitzerei ist. Kompliment geht immer, meinst du? Ja, Gott! weil es ist eine Schnitzerei. Ja, aber der fand's schön. Deswegen. Deswegen dachte ich mir, Kompliment über Schnitzerei machen. Wir können jetzt tiefer in den Tempel. Cool, wir haben es geschafft. Ja. Wir sind angekommen, oder? Dann alle reinschicken. Ja, Töpfchen und Fall, das kennen wir ja schon von dir. Na, dann ist er doch gewöhnt.
Sie ist gerade auch irgendwo. So, ich schicke die mal alle rein. Der klatscht das mal, der fühlt sich wohl. Achim. Die Motivation steht in seinen Augen geschrieben. Oh, das sieht aus wie viele meiner Na, Schüler. Schatz. Komm ja schon, Schatz. Bis der mal da ist. Mann, ich bin so motiviert, gleich einen großen Schatz zu finden. Ja. Meine Güte. Also die Vampire sind wahrscheinlich sowieso wieder vor ihm da. Nee, die sind eigentlich immer ganz woanders. Komm, nur die Statue macht uns jetzt keinen Chaos. Ja, ist die Angst, okay. Mach ruhig. Ich hoffe, die kommen nun mal endlich mal alle. Okay, wer darf welchen aufmachen? Sie links, er rechts. Die rennt schon wieder weg. Oh, Tempelforscher abgeschossen. Ach, Oh, hier hat er gerade. Geld. Die haben Geld gefunden. Wow. 2400. Ja. Soll sie sich trotzdem weiter umsehen, bevor er den Tempel verlässt? Wir haben da auch super geschafft. 8000, ja. Von der Zeit her. Und sie hat bekommen. Uralter Knochenstaub. Okay, und zwei so eine Artefakte. Die müssen sie aber erst freilegen. So, cool. Ja. Dann schicken wir mal jetzt alle nach Hause. Ja, ich glaube, das hat Achim auch nötig. Wow, das war ein Tempel. Achim hat einige wundersame Dinge in der Schatztruhe gefunden. Er hat Symbols erhalten sowie einige Schätze. Ein mystisches Relikt und Abenteurerausrüstung in sein Inventar gelegt. Lilith. Sie hat ein Artefakt und Abenteurerausrüstung herausgenommen. Abenteurerausrüstung? Wo? Bist denn du gerade? Naja, die beiden sind schon da. Er braucht ja länger. Na, dann gehen wir ihm mal gleich nach. Das war jetzt mal eine kürzere Folge, aber wie sie zu Hause ankommen und wie wir sie erstmal ein bisschen Nö, eigentlich aufpäppeln. nicht. Die waren nicht genauso wie die anderen. Ja, wie sie jetzt zu Hause ankommen, wie wir sie erstmal aufpäppeln, das zeigen wir nicht. Das machen wir jetzt kurz offscreen, dass wir nächstes Mal gleich weiterspielen können. Ja, wir haben das eigentlich zeitlich gut geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, viel Spaß und Bis zum nächsten Mal. Ciao.